Essen ging so krass fit. Die Jawline sitzt und der 3-Tage-Bart ist auch ziemlich nice. Stimmt, sieht fresh aus. Oh, es sieht doch immer gut aus. Gedreht wurde das hier aber schon vor ein paar Monaten. Jetzt sieht er wieder so aus. Ja, ich fühl's. Paletto isst auch zu gern. So Leute, wir starten den heutigen Shortstag mit einer kleinen Zeitreise. Und zwar zurück zu den XXL Bauarbeiter-Snacks. Paletto ist wieder auf der Baustelle. Das bedeutet Handwerker-Snacks. Geil. Den Start machen Haribo. Ey, da dachte ich mir, das wird der absolute Bringer. Aber die waren gar nicht so schnell weg. Also, ich fand, das war mega. Ich liebe die Dinger. Riesenschlangen. Oh, heute haben wir echt ordentlich was. Nimm zwei. Dann Kinder-Cards. Oh, die waren immer schnell weg. Immer Kinder-Cards. Kinderüberraschung, dreimal. Dann nochmal ein paar Bonbons. Absolute Kindheit. Meine Oma hatte die Dinger immer. Ja. Dann was Deftiges, Knickknacks, aber... Die habe ich letztens nochmal geholt. Barbecue. Dann nochmal eine Runde Kinderriegel. Und nee, ich werde nicht von Kinder oder so gesponsert. Ja, schön wär's. Schön wär's. Ich kaufe das alles immer ganz normal im Supermarkt. Oh, was denn hier passiert? Hier hat irgendjemand... Oh! Kinder-Bueno. Also ich... Dann die Dinger, habe ich noch nie gesehen. Picknick. Eine Runde Milka und zwar Tuck. Oder nochmal so ganz normaler Keks. Zweierpack Mr. Tom. Also heute habt ihr aber richtig gegönnt, Jungs. Mozartkugeln. Ja, schöne Grüße an alle Österreicher. Ja, warte mal. Mozart, Salzburg, Wien. Scheiße, Mann. Peinlich. Mann, Ja, ich würde sagen, das mal wieder ein Berg Süßigkeiten für die Handwerker. Ja, aber teilweise reicht dir das nicht mal für einen Tag. Sind die Leute bereit für die Apple Vision Pro? Ja, okay, anmachen wäre tatsächlich sinnvoll, ich sehe sonst nichts. Wenn du mit so einer Brille rumläufst, dann siehst du... Kann man die jetzt eigentlich in Deutschland schon kaufen, das Ding? ...die andere nicht sehen können. Zum Beispiel eine Tastatur. Es ist relativ lustig, wie die Leute mich immer anstarren, weil sie denken, ich kann sie nicht sehen, aber ich kann sie sehen. Aber natürlich, wenn man nicht sieht, wie diese Uhr hier gerade in der Straßenbahn schwebt, dann sieht das hier schon ziemlich weird aus. Ja, das ist einfach so ein Ding, daran werden sich die Leute gewöhnen. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass das nicht heute, nicht morgen, ich glaube auch nicht mal in 5 Jahren, aber dass es irgendwann schon Standard sein wird. Weil du kannst voll gut dann auch in der Bahn arbeiten oder gechillt, keine Ahnung was, einen Film gucken. Junge, stell dir das vor, du sitzt so in der Bahn und plötzlich hast du vor dir so einen 80-Zoll-Fernseher. Boom, Alter, guck's Herr der Ringe. Also... Das ist doch geil. Jetzt stellt euch mal vor, ihr verpasst eure nächste Straßenbahn, weil ihr sie nicht mehr gesehen habt, weil ihr euch eure Fotos in XXL anschauen müsst. Das ist schon heftig. Der Typ gerade war auch cool mit der Kamera. Da dachte ich, ja scheiß auf das Interview, da läuft einer mit einer Brille rum. Ich setz mich mal dahin und schau jetzt einfach YouTube. Oh, wir können uns ein Video über die Vision Pro anschauen. Okay, machen wir Kinomodus raus. Oh, wie sieht TikTok auf der Vision Pro aus? Ah, da bin ich. Seht ihr? Achso, nein, seht ihr nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich wahrscheinlich jetzt gleich so einen fetten Stirnabdruck haben werde. Oh, okay, das ist crazy. Ja gut, im Sommer ist wahrscheinlich Arsch. Sage nicht dasselbe wie ich, sonst bist du raus. Wir fangen an mit einem deutschen Fußballspieler. Wenn du an Florian Wirtz gedacht... Florian Wirtz, ich bin raus. Sorry. Das Mädchen war gerade damit beschäftigt zu squatten. Und wie man sieht, lief es echt gut und sie hat es wirklich drauf. Bis dann auf einmal dieser Moment kam. Als sie merkte, sie bekommt das Gewicht nicht mehr hoch und stecken blieb. Doch auch weil sie keine Kraft mehr hatte, konnte sie die Gewichte nicht einfach so ablegen. Sie hat eine andere Person gebraucht, die ihr aus der Situation rausstellt. Doch leider hat sie keiner bemerkt. Und somit wurde es richtig... Hä, aber sie steckt da fest? Peinlich für sie. Bis dann ein Mitarbeiter gekommen ist und sie befreit hat. Doch auch er konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Ich hab's nicht verstanden. Da muss doch so eine Sicherheitsfunktion drin sein, oder nicht? Sorry, ich bin nicht so der krasse Pumper. Ich kenne so eine Maschine nicht. Also ich war schon mal im Fitnessstudio, aber die kenne ich nicht, die Maschine. Dieser Fisch läuft durch die Wüste. Auf der Suche nach Wasser schleppt er sich über die Dünen, durch die einzige Wüste von Brasilien. Und er wird verfolgt von Fischern. Denn dort, wo der gepanzerte Welzi hinführt, könnten nämlich noch viel mehr Fische sein. Schließlich sucht er ja auch seine Artgenossen. Der Fisch ist ein schwarzer Schwielenwels, ein Atipa. Und der kann tatsächlich einige Stunden und manchmal sogar... Warte, Stunden? ...Tage an Land überleben, obwohl er nicht mal eine Lunge hat. An Land atmet er durch seine Eingeweide, indem er Luft einfach verschluckt. Im Wasser atmet er dagegen durch Kiemen. Atipas sind richtige Überlebenskünstler. Warum haben wir sowas nicht? Ich meine, durch die Wüste zu laufen ist so ziemlich die härteste Challenge, die du als Fisch machen kannst. Aber sie sind auch noch äußerst resistent gegen saures und stark schwefelhaltiges Wasser und auch noch gepanzert. Außerdem haben ihre Brustflossen harte Stacheln. Mit denen bauen sie sich dann richtige Nester. Manche Brasilianer haben einen richtigen Hass auf diese Fische, denn in der Regensaison und bei Überflutungen kommen die Fische überall hin. Manchmal laufen die sogar in dein Haus. Stell dir vor, Junge, er klopft einfach bei dir. Moin, Leute, Alter. Das ist ja krank. Ich hab noch nie, ey, es ist crazy. Nie von gehört. Er hat eigentlich die besten Rage-Momente. Hier ist es Trimax.
Ja, hol den Kinn, gut raus. Boah, Freunde, was ist das für ein Position-Exempel? Ja, ist gut. Allotrix ist natürlich sehr oldschool-mäßig unterwegs. Boah, diese Videos da, die gingen auch so übertrieben ab. Tut mir leid. Ja, der ist so scheiße. Habt ihr das gesehen? Ja, aber das ist noch nicht krass genug. Was soll man denn da machen? Oder vielleicht doch, Monte? Ist schon ein bisschen krasser. Ich meine, Noah ist auch immer leicht emotional bei Games. That escalated quickly. Und wer natürlich auch das Allotrix, ne? Sehr hohen Blutdruck hat, der gute Allotrix. Ja. Das war schon, glaube ich, 2012. Schwitzen, Digga. Vielleicht ruft der Scuff Gaming an und lädt eine Partnerschaft mit dir. Das halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich muss sagen, seine Stimme wird auch so lustig, wenn er sich aufregt. Wisst ihr, was ich meine? This is fine. Wer muss sich noch jeden Monat einen neuen Controller kaufen? Ich musste mir auch mal einen neuen Controller, aber bei mir ist der natürlich runtergefallen beim FIFA-Spielen. Es ist nun seit einer Woche offiziell, dass Mbappé Paris verlassen wird. Ah, stimmt. Auch der beste ja, er geht zu Real. Der Welt, was auch heißt, dass er große Angebote bekommen wird. Zum einen die Saudis, die ihm 700 Millionen auf den Tisch gelegt haben. Oh. Und das nur für ein Jahr. Dann aber auch... Was? Sie Quatsch. Real Madrid ihm zwar nur 50 Millionen bieten, aber dazu eine Garantie auf Ballon d'Or und unlimitiert Frauen aus Thailand, wenn ihr versteht, was ich meine. Doch. Hä? Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was er meint. Am Ende hat er sich für Barcelona entschieden, denn die haben ihm Spotify Premium für einen Monat kostenlos geboten und dazu 20% Rabatt für alle Stadionartikel. Ja. Zu Barca wird er auf gar keinen Fall gehen. Macht gar keinen Sinn. Also neben PSG in puncto Money, die einzige Alternative wäre schon Real Madrid. City, die haben auch Kohle, aber nee. Eine 90-Jährige hätte fast zig Millionen Euro einfach in den Müll geworfen. Oh. Als sie ihre Wohnung ausrümpelte, stieß sie auf einen Schatz, der jahrzehntelang einfach über ihrem Herd hang. Ein kleines Gemälde, welches sie als wertlos erachtete. Ihre Tochter aber brachte es zu einem Experten, welcher es auf 5 Millionen Euro... Alter, stell dir vor, du hast einfach plötzlich 5 Millionen. Ja, Mutti hat da so ein Bild. Ja, 5 Millionen wert. What? ...Euro schätzte. Verkauft aber wurde es für deutlich mehr. Was? Das Bild aus dem Jahre 1280, also über 700 Jahre alt, hängt heute im Louvre. Nachdem What? Dem es bei einer Auktion 2019 für sage und schreibe 24. Muss man darauf Steuern zahlen? Weil ich habe mal gehört, dass man auf Kunst keine Steuern zahlen muss. Hallo, ich bin die erste große Liebe und oh. Ich bin das Schmerzhafteste, was dir je passieren kann. Oh ja. Wieso hat sie mich verlassen? Oh ja. Oh. Ey, ist echt mies. Also Herzschmerz und so weiter. Uff, uff. Ganz miese Nummer. Es fängt ja immer sehr süß und harmlos an, oft in der 6. oder 7. Klasse. Ja, nee. Bei Paletto nicht. Da dauert alles immer ein bisschen länger. So. Das Leben ist so schön. Und weißt du, wie es noch schöner werden könnte? Wie? Mit dieser random Person da hinten, die vielleicht die Liebe deines Lebens sein könnte. Was? Und dann kommt auch tatsächlich die beste Zeit deines Lebens. Nach dieser ersten Woche unserer Beziehung kann ich nur sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wir werden für immer zusammenbleiben. Die dann jedoch im größten emotionalen Desaster deines Lebens endet. Es ist vorbei. Wie, es ist vorbei. Sie will nichts mehr von dir. Aber wir wollten für immer zusammenbleiben. Junge, du bist gerade mal 12. Dachtest du, dass das wirklich länger als 2 Wochen? Ja, nee, als ey, mit 12, Junge, da habe ich, weiß nicht, Videospiele gespielt. Halten könnte? Ne, ich hatte meine erste Beziehung mit 16 oder 17. Papa Platte hat nach Seven vs. Wild das krasseste Glow-Up von YouTube Deutschland. Bro, mein Bauch ist so scheiße krass aufgebläht, Digga. Das sieht wirklich aus, als wäre ich legit einfach schwanger. Und ich zeige euch kurz, wie meine aktuelle Form ist. Maschine! Das ist die Form, Freunde. Und das nicht nur, weil die Wildnis ihn trainiert hat, sondern weil er einfach 2 Wochen nichts gegessen hat. Alter, ich kann 2 Wochen ohne Essen. Essen ging so krass fit. Die Jawline sitzt und der 3-Tage-Bart ist auch ziemlich nice. Stimmt, sieht fresh aus. Oh, er sieht doch über gut aus. Gedreht wurde das hier aber schon vor ein paar Monaten. Jetzt sieht er wieder so aus. Ja, ich fühl's. Paletto isst auch zu gern. Ich beende dieses Video, wenn ich einmal um den größten See Bayerns rumgefahren bin. Wir starten in Prien am Chiemsee. Wir müssen dafür insgesamt 58 Kilometer fahren. Ich bin gespannt. Oh ja, easy.
58 Kilometer mit dem Fahrrad geht fit. Wie lange das dauert? Minute 1 und wir müssen Berg hochfahren. Minute 5 und es geht mir hervorragend. Minute 40 und es gibt die erste Trinkpause. Unser Wasser ist jetzt schon knapp. Minute 50 und wir fahren jetzt direkt neben der Autobahn. Eine Stunde, wir haben leider gerade erst mal 10 Kilometer. Und es sind mir jetzt schon mehrere Fliegen hier ins Auge geflogen. Eine Stunde 30 unterwegs, erste Pause an der Beachbar. Sind seit einer Stunde 40 unterwegs. Sind seit 2 Stunden unterwegs und ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Und so langsam tut mir mein Hintern. Oh ja, ey, wenn du es nicht gewohnt bist und dann lange Fahrradtouren machst, Junge, dein Arsch, der... Richtig weh. Nach 2 Stunden 30 sind wir unterwegs. Nach 3 Stunden sind wir bei der Hälfte angekommen. Zur Stärkung für die letzte Hälfte gibt es jetzt noch Y-Food. Seit 4 Stunden 20 unterwegs. Das wird knapp vor Sonnenuntergang. 4 Stunden 45 unterwegs. Scheiße. Mittlerweile ist schon komplett dunkel. Ich bin seit 5 Stunden unterwegs. Meine Beine brennen. Die letzten Meter. Es sind 6 Stunden 12 Minuten vergangen. Oh, krass, 6 Stunden. Gute Zeit. Ich würde an deiner Stelle aufpassen mit der Vape. Nicht, dass der Sportlehrer das noch sieht. Ja, na und? Ich habe den letztens selber rauchen gesehen. Der ist krass, wie viele Lehrer geraucht haben. Das hat man aber bei uns nie gesehen, weil das Lehrerzimmer also so gelegen war, dass es nicht einsichtig war, auch wenn die davor waren. Na, alles fit? Justin, ist das etwa eine Zigarette? Das ist mein Beatmungsgerät. Ah ja, Beatmungsgerät, ne? Du weißt aber schon, dass das... Ja, Leute, lass die Finger von den Vapes. Keine Ahnung. Die sportliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, nicht? So, erstmal ein Flüppchen. Na, alles fit? Ja, bei mir ist alles fit, nicht? Willst du auch eine Zigarette? Ja, heute habe ich ja tatsächlich einen Schüler gesehen, der vor dem Sportunterricht geraucht hat, nicht? Unmöglich. Simulant! Warum ist er denn, hä? Wie wohnen eigentlich so die Streamer? Als erstes haben wir Aisho Speed, der Typ mit seiner riesigen Villa und man muss einfach sagen, das sieht schon echt krass. Ja, das sieht heftigst aus. Wo wohnt er denn also in welchem Bundesstaat? Weil das sieht ja schon so ein bisschen Amerika-mäßig aus, ne? Krank aus. Kommen wir zu Monte, der so ziemlich jede Art von LEDs in sein Haus hat einbauen lassen. Sein Gaming-Keller. Ja, sein Gaming-Keller ist schon sick. Und bei dir, Palermo? Ja, ihr habt ja sicherlich letztes Mal eine Roomtour gesehen. Fast. Ist nah dran. Ist auf jeden Fall goated. Also wer kann von sich behaupten, LEDs in seiner Tür zu haben? Hm? Ich hab LEDs in meiner Tür, Digga. Eli hat uns auch seine neue Bude gezeigt, in der er mit seiner Freundin zusammen ist. Ah ja, die sah, glaube ich, auch Mr. schön aus. Also die Wohnung. Seine Freundin ist auch eine nette Person. Also... Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ende lebt größtenteils in einem kleinen Apartment in seinem Büro. So you actually sleep in your office? Of course. This is my bed. Okay. This is nice. Auf jeden Fall bodenständig geblieben. Apo RED, der allerkrasseste in Dubai, ne? Schaut euch diese Gardinen an. Den guten Dana mit seiner neuen... Oh, die sieht auch krass aus. Bude auf Mallorca. Ja, der Blick ist richtig geil. Aber ich finde das Face-Clan-Haus vor 4 Jahren am allerkrassesten. Das kenne ich nicht, aber das ist auch krass. Ich und meine Schwester verstehen uns viel zu gut und deswegen spielen wir jetzt die Wenigstens-Challenge. Wenigstens bin ich nicht schwanger. Wenigstens habe ich die schöne Nase bekommen. Wir gehen jetzt so auf den Körper. Wenigstens habe ich kein Kind. Wenigstens habe ich Brüste. Ich spiele es nicht mehr mit ihr. Wenigstens habe ich eine Wohnung für mich alleine. Ich habe ein Kind und einen Mann. Ja, mein Beileid. Was? Wenigstens arbeite ich nicht in einem überschwemmten Büro. Wenigstens bin ich verheiratet. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht mehr spielen. Doch, doch. Wenigstens lebe ich am Strand. Wenigstens bin ich Mamas Liebling. Wenigstens bin ich Papas Liebling. Wenigstens. Oh, da hat sie über die Schräge, das wurde gepiept. Gedelfint. Und Jenny, mit dir macht es einfach keinen Spaß. Jemand hat unser Klo kaputt. Da ist wieder der Komische da unten. Guck ich immer so? Die stressigsten Videospiele, die dir einfach einen Herzinfarkt geben. Das wurde vom Bonusfinder getestet, in dem der Puls gemessen wurde. Auf Platz 3 ist Call of Duty, welches den Ruhepuls von 64, den die 14 Probanden im Schnitt hatten, um 29... Okay, 14 Probanden ist, glaube ich, echt wenig, oder? 0,7% erhöht. Auf Platz 2 ist FIFA... Oh, 100 pro. FIFA wäre bei mir richtig krass. ...war mit 31,3%. Und das stressigste Spiel ist einfach Mario Kart, mit durchschnittlich 32,8%. Ja, weil immer irgendwelche Scheiße passieren kann. Ist einfach so. ...überm Ruhepuls. Aber der höchste Maximalpuls wurde verständlicherweise bei Dark Souls gemessen. Da wurden Spitzen von einem fast 100% höheren Puls erreicht. Ein Maximalpuls von 127. Okay, das ist heftig. Ich muss sagen, ich habe ja noch nie Dark Souls gespielt. Aber gut, Leute, das war's für heute.